So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Schaden mit gewöhnlichen Waffen zu. So, dazu logischerweise Gruppenkeile. Gruppenkeile geht da in meinen Augen wirklich bei fast allen Aufgaben am schnellsten. Außer bei Kisten öffnen, da muss ich sagen, ist Arena echt besser, weil die Leute fliegen nicht zu den Brennpunkten dann hin. Also, dann kurz in eigener Sache, obwohl ich es jetzt eigentlich schon in drei, vier Videos gesagt habe, aber unten mit dem Gewinnspiel. Kurze Frage an euch. Wollt ihr da lieber ein Passive-Guthaben von 10 Euro oder mehr irgendwann? Oder lieber Skins? Also bis jetzt die Kommentare sind wirklich, da war noch keiner dabei, der sagt, ja, Passive-Gut. Also alle Skins bis jetzt. Wir müssen halt wirklich mal gucken, wie wir das dann machen. Aber natürlich, der Code unten wird definitiv noch verlost. Also wie gehabt, 10 Abonnenten, eine Zahl mehr heißt, bei 580 Abonnenten kommt die dritte Zahl hinzu. Und so weiter. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Gewinnspiel genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video gemacht. Und da sich das mit den Skins jetzt so langsam durchsetzt, würde ich sagen, schreibt euren Epic-Namen unten in die Kommentare rein. Und am besten schickt mir direkt eine Freundesanfrage an, ihr seht es hier oben links, YT-FamilyEgg. Einfach eine Anfrage schicken, ich nehme die auch definitiv an. So, dann gehen wir mal zur Aufgabe. Nämlich Schaden machen mit gewöhnlichen Waffen. Gewöhnliche Waffe sind die grauen Waffen. Heißt, wir sammeln jetzt einfach Waffen, die grau sind. So, gehen wir mal direkt rein. Und mit dem, sag schon, die Aufgabe mit den verschiedenen Häufigkeitsgraden. Als Tipp, benutzt die Angel. Die habe ich nämlich dann auch benutzt und schwupp hatte ich nämlich auch meinen lilanen Gegenstand. Ja, hier ist alles wunderbarer Loot, aber ich brauche graue Waffen. Jetzt ist hier alles grün. Man kennt ihn. So, wenn ich jetzt noch eine grüne AR, ach, eine graue AR finde, bin ich der glücklichste Mensch. Nochmal das Haus. Wie gesagt, Munition ist halt auch mega wichtig. So, gehen wir schon mal ganz grob Richtung Zone. Ist eine graue? Jawohl. So. Wie gesagt, einfach Schaden dann machen mit einer grauen Waffe und dann halt 500 davon. So, Munition haben wir jetzt eigentlich auch genug, würde ich behaupten. Holen wir das auch noch mit, ist auch grau. Ach, da haben wir noch. Ja, jetzt können wir sowieso in die Zone. Kann noch gucken, vielleicht finden wir ein bisschen Blue Life. Nö. Bauen wir uns schon mal hoch. Hallo. Richtung Zone. Weil die Aufgabe ist eigentlich ziemlich simpel, würde ich behaupten. Wie gesagt, einfach in Gruppenkeile rein, graue Waffen suchen und dann ab in die Endzone, so wie ich es halt jetzt auch mache. Bam, 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 bam. Hier müssen wir eigentlich drüber kommen. Dann hoffen wir, dass wir ziemlich schnell Gegner finden und dann ist die Aufgabe auch schnell gemacht. Ich will euch halt nur gerade zeigen, wie es zählt, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle. Dann, ich glaube, das ist auch ein Lama. Ein Lama. Mitten im Baum. Wetten, ich komme nicht auf den Baum. Ja, das war's komplett. Ah, das interessiert mich jetzt wirklich. Kommt das Lama vom Baum oder nicht? Ah, es fällt wirklich vom Baum. So. Baumaterialien haben wir dann erstmal genug, würde ich sagen. Und direkt wieder hoch.
Ja, ich versuche natürlich jetzt die Aufgaben so schnell wie möglich für euch zu machen, damit ihr auch wirklich alles habt. Und wie gesagt, vergesst nicht, euren Epic-Namen unten in die Kommentare zu schreiben und ob ihr Skins haben wollt oder Paysafe-Karte. So, jetzt müssten wir eigentlich auch schon auf die ersten Gegner. Ah, ne, die Gegner sind auf der anderen Seite. Ah, aber auf irgendwas wird hier geschossen. Wer will? Wer hat noch nicht? Ich sehe nur keinen. Ich weiß nicht, wer da rumballert, aber Gegner sehe ich da definitiv gar keine. Leck des Todes, man kennt's. Komischerweise nur auf dem PC. 1500 € PC und leckt trotzdem. Läuft. Dun, 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 dun. So, die ersten Loot-Drops sind auch schon am runterkommen. Ach, Schüsse sind immer gut. Oh, er will den Loot-Drop runterholen. Ja, du kannst ihn ja haben. Er hat ihn. Ich will nur Gegner, mehr will ich nicht. Aber ich sage, die Aufgabe ist ziemlich simpel. Solange man auch mal Gegner findet. Ihr seht ja, 7 Minuten jetzt. Ah, ich glaube, da unten ist der erste. Hab ich mich verguckt? Die Treppe wurde auch neu gebaut und da war keiner. Ah, von denen ist auch noch keiner groß gestorben. Der Nachteil einer grauen Waffe. Aber ihr seht ja schon 300 Schaden jetzt schon. So, jetzt müssten wir es eigentlich schon fast haben, oder? Ne, 150 noch. Dann babababam. Nein, er ist zu weit weg. Gegner, wo seid ihr? Aber die schmeckt jetzt auch. Eigentlich in dem Modus ist sie gar nicht so verkehrt. Ah, nochmal 29. Zack, nochmal. So, müssen wir eigentlich jetzt noch einen Kill machen und dann haben wir es eigentlich. Ja. So, war das der Entscheidende? Ja, also ihr habt gesehen, ganz einfache Sache. Einfach nur graue Waffen einsammeln, macht damit euren Schaden und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Wie gesagt, schreibt euren Epic-Namen unten in die Kommentare, weil zum Skin verschenken muss man definitiv 2 Tage befreundet sein. Also in dem Sinne würde ich sagen,
Haut rein. Oh, genau 10 Minuten. Kappa.